Guck mal, ich hab's bis zum Checkpoint geschafft, ohne einmal runterzufallen. Jetzt darf ich mich ja wieder scheiße anstellen. Wie Noob meine ich natürlich. Scheiße sagt man ja nicht. Ist ja ein böses Mistwort. Wobei ich in die letzte Schlacht der Elfen gut und gerne drauf verzichte. Entschuldigung, da habe ich die Nase hochgezogen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Hier runter. Es wird dunkel. Das missfällt mir. Da ich selbst Combat sehe und auf YouTube ist das höchstwahrscheinlich noch schlimmer. Ich versuche das einfach so schnell wie möglich zu schaffen. Ah, Licht. Aha. Muss ich jetzt selbst gerade nachgucken, was denn da sein soll. Okay. Ups. Also das ist... Ja. Ach so, das ist gleichzeitig ein Checkpoint. Ah. Aha. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon eine Jump'n'Run-Map gezockt. Und da war das ja immer dieses ewig gleiche lange. Also, ich möchte das jetzt hier nicht als Maßstab für alle festlegen, weil natürlich gibt's. Hier ist ja auch so eine Passage, wo man in solch einem engen Gang hängt. Aber so ein bisschen Variation reinbringen. Es ist. Ist ein bisschen langweilig, wenn man die gesamte Zeit den gleichen Raumaufbau hat. Okay. Ist auch langweilig, wenn man die Sprünge nicht schafft, aber das ist dann meistens nur. Boah, ich bin der Beste. Das ist dann meistens nur fehlender Skill. Diereisen, schlafen. Kuchen. Der ist dann höchstwahrscheinlich. Nicht creative, ich will Mitternacht und dann schlafen. Beachtet das hier gar nicht. So. Guck mal, da habe ich sogar noch einen Eisenblock bekommen. Dia, Eisen, Dia, Eisen, Dia, Eisen, Dia, Eisen. Ach so. Ah. Haha. Ich soll auf Diamant springen, dann noch auf Eisen, dann noch auf Diamant. Wie komme ich hier hoch? Ach so. Dia, Eisen, Dia. Eisen, Dia, Eisen, Dia, Eisen, Mist. Ich finde es auch gut, wenn solche Maps einen Mist nicht auf sich selbst gestellt lassen. Im Allgemeinen. Das hatte ich ja in. Gott, ich sollte mal. Ich habe bis jetzt nur 19 Maps gespielt und ich kann kaum einen Namen davon. Also 19 Maps von deutscher Community. Ich zähle da jetzt einfach mal die Temple of the Gods nicht dazu. PS, da habe ich auch alle vier Teile von gespielt, wenn ihr euch das angucken möchtet. Auf meinem Kanal zu finden. Das ist Glück. Und ich kann da kaum die Namen von. Also als allererstes habe ich die Pole gespielt von Chrissy575. Da ist Part 2.2 mein bisher erfolgreichster mit 150 Aufrufen. Ich weiß nicht. Ja, jetzt rätselig schon. Welche Map habe ich denn danach gespielt? Ist direkt The Lost Miners? Gott, das ist jetzt eine gute Frage. The Lost. Ja. Gut, da muss ich jetzt nachdenken. Das geht gerade nicht. Und meine Leertaste geht immer schwerer zu drücken.
Letzte erinnere mit Schattenborn. Wird dann höchstwahrscheinlich die gesamte Zeit nur so aussehen. Also hört sich an wie eine Magenverstimmung. Glaubt ja nicht, das wäre bei euch. Ich denke nur nach. Also wenn das sich auf einmal anhört wie eine Magenverstimmung, keine Sorge. Wenn ihr das Video pausiert, dann hört's auf. Dann ist Magenverstimmung weg. Weil dann denkt Schattenborn nicht mehr nach. Ja, Schattenborn redet von sich selbst in der dritten Person, was ich so noch nie gemacht habe. Ich habe sowieso bis jetzt kaum meinen Namen in den Mund genommen. Was ich erstaunlich finde. Manche benutzen es ja, um Hallo zu sagen, um Tschüss zu sagen, also An- und Abmoderation. Ich benutze kaum meinen Namen. Ja, könnte ich vielleicht öfter machen, aber habe ich keine Lust drauf. Okay, ich kame bis jetzt, bis dahin. Ich möchte euch jetzt nämlich nicht tot langweilen, weil sowohl ich als auch ihr seht jetzt schon die gesamte Zeit den gleichen Raum, während andere YouTuber wie Zombie hier locker durchgejumpt wären. So. Mit Creative Mode geht's. Hab ich halt Ewigkeiten gebraucht. Okay, Strömung. Sowas sollte man so gut es geht vermeiden. Jetzt wieder hier lila. Ich glaube, das ist deine Lieblingsfarbe. Ach, du gute Güte. Ich hab Ei! Stirb, Kuh! Ah, jetzt kam Kuh raus. Okay, Mitternacht. Und dann schlafen legen. Ich versuche die Map in einem durchzuspielen. Weil dann habe ich auch keinen. Dann fehlt mir da auch nichts. Da hinten ist eine Truhe. Ich habe schon vier Eisenbarren. Ich weiß ja nicht, wie viele man bis zu diesem Raum haben kann. Ich gehe immer noch davon aus, dass welche hier so in den Blättern drin hängen. Gott, wieso leckt's gerade? Aber so weitere Truhen sehe ich nicht. Da komme ich nie wieder raus, oder? Komme ich da wieder raus? Wie würde ich da wieder rauskommen? Wobei das ja auch jetzt schnurzpiep egal ist. Ich muss hier lang, da lang, dort. Ja gut, die Truhe hatte ich gerade. Da hat mein Gedächtnis für ein paar Sekunden ausgesetzt und hat's geleckt. Jetzt wär's wieder flüssig. Ja, 30 Frames. Flüssig, soweit. Gut. Ist aber auch nur mit Aufnahme so bescheuert. Gut, ich habe ihm gesagt, er soll bei 30 Frames lieber bleiben. Oh Gott, was ist denn nun los? Wieso leckst du denn jetzt zwischendurch? Zieh dich. Ein Moment. Ah! So, noch irgendein Viech, was ne Kuh. Ach, da komme ich wieder raus. Hier unten im Wasser ist dann aber nichts. Nee. Guck mal, das ist sogar eine riesige Wand an Leitern, wo ich wieder rauskomme. Ist hier Redstone-Technik oder warum leckt das so ab und zu mal? Also so das Diamantschwert und das Essen braucht ihr nicht beachten. Das ist. Das wurde mir gerade gegeben. Nee, ich meine. Welches Diamantschwert? Welches Essen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich ein Huhn.
Alles ist friedlich und ruhig. Na, na, na. Nein! Ich sag nein! Sofort weiterspringen. Okay. Ah, schade. Komm, das ist jetzt erstmal so mein inoffizieller Checkpoint. Ich habe mich jetzt schon zu lange in diesem Raum aufgehalten. Jetzt nicht, dass die mir blöd ist oder so. Ja, sowas mit den Ranken ist immer. Na. Ja. Ich habe das Gefühl, nämlich die Ranken sind nicht so griffig. Hier auch einfach weiterspringen. Die Leitern. Nein! I said no. I say no. Jetzt hier kommen Englisch-Skills zutage, wie in Pokémon Ranger, wo ich hier voll verkackt habe beim Übersetzen. Aber so live übersetzen ist halt nicht gerade einfach. Besonders in die deutsche Sprache. Die deutsche Flieg! Auf, auf und davon! Die deutsche Sprache ist nämlich beschissen. Der, die, das. Wer soll sich das denn bitte schön merken? Das ist. Die Mod heißt, obwohl es. Obwohl der für mich schöner klingt. Ja, es kommt von die Modifikation. Na und? Oh, so schwer! Nee, jetzt ehrlich. Hier sind auch wieder. Da ist die Truhe im Baum gewesen. Ich hab's gewusst. Gäbe es hier sonst noch was übrig? Guck einfach mal so. Ne, eine weitere Truhe sehe ich hier nicht. Wenn dann vielleicht auf dem Baum, aber ja. Auf dem Baum hier? Er hat ja gesagt, man darf nichts an- oder abbauen, deswegen würde ich mal sagen, dass hier doch nichts ist. Das ist jetzt hier. Ist auch was Schönes. So, schwerere Räume folgen auf Regenbogen! Da ist wieder ein Gut. Gut. Hier sieht's nicht nach Truhen aus. Ich wollte nur nochmal nachgucken. Genau, explizit. Ich bin nicht runtergefallen, nein. Das war Absicht. So, darüber, darüber. Boah, das war Glück und das war Pech. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn das, was hier natürlich dafür ist, dass man nicht zu extrem Fallschaden bekommt oder gar keinen, ist es doch nervig, immer da durchzuwarten. Meine Nase! Schnupfen ist eklig. Au! Ich versuche ja schon die gesamte Zeit die Nase nicht hochzuziehen und klinge deswegen jetzt auch ein bisschen kränklich her, als zu anfangen, weil meine Nase einfach immer weiter zugeht. Iu. Ach komm. So auf. Also, was man hier sagen muss, so eine Jump'n'Run-Map braucht an sich keine Story, aber ich fände es schicker, wenn so eine kleine Story bei wäre. Solange es jetzt nicht so eine blöde. Also eine Story ist, die, wo man merkt, dass sie nur Lückenfüller ist. So dass sie, ja, die Welt geht unter und du musst springen, damit du die rettest, weil es gibt keinen Grund dafür, sondern einfach alle dich lieben wollen.